Die Fishtown Penguins befinden sich in Südtirol, nehmen teil an einem Turnier in Ritten. Und vor dem Spiel um Platz 3, an dem die Fishtown Penguins heute teilnehmen, sprechen wir mit Hauke Hasselbrink, dem Geschäftsführer der Penguins. Hauke, herzlich willkommen bei uns am Telefon. Wie ist denn das Wetter unten in Südtirol? Ja, hallo nach Bremerhaven. Das Wetter ist nicht so toll, wie es in den letzten Jahren immer war. Das ist zwischendurch immer ein bisschen regnerisch, ganz stark bewölkt. Also kein typischer Südtiroler Sommer. Und ich habe gedacht, ihr kommt alle mit einem Sonnenbrand nach Hause. Nee, die Gefahr besteht es ja nicht. Am ersten Tag war es leider noch sonnig und richtig warm, aber jetzt sind das vielleicht noch 15, 16 Grad. Mehr ist hier im Moment nicht drin, leider. Nun gut, es geht ja auch um Eishockey. Beim Eishockey ist es in der Regel ja auch immer ein bisschen kälter. Hauke, gestern gab es eine Niederlage gegen den Schweizer Club Visp. Wie ist aus deiner Sicht das Spiel gelaufen? Muss man sich da Sorgen machen, wenn man 1-4 verloren hat? Sorgen machen muss man sich ja nicht. Das war mit Sicherheit das bisher schlechteste Spiel von uns in der Vorbereitung, aber auch solche Tage gehören dazu und wichtig ist halt, dass wir daraus lernen und heute uns wieder anders präsentieren. Hat der Trainer dementsprechend eine deutlichere Ansprache gewählt? Hast du davon etwas mitbekommen? Also der ist noch unzufriedener als ich, also der hat schon deutliche Worte gewählt. Aber ich denke auch die Spieler selber wissen, dass das gestern nicht ihre beste Leistung war und dass wir heute einiges gut zu machen haben. Wir haben ja schließlich auch 50 Fans hier, den wollen wir auch ein bisschen mehr bieten als das, was wir gestern konnten. Wir haben es vorhin schon geschrieben im WhatsApp-Newsletter, sehr viele Fans aus Bremerhaven mit dabei. Es ist Wahnsinn, wie viele Fans euch folgen und das macht euch wirklich stolz. Ja, auf jeden Fall. Das ist super, wie viele uns begleiten, selbst in diese weiten Entfernung von 1100 Kilometer. Da sind auch Fans dabei, die sind, glaube ich, auch schon bestimmt das vierte Mal hier und wissen, wie schön das hier oben in Südtirol ist. Das ist dann quasi wie so ein kleiner Kurzurlaub. Der Kurzurlaub geht irgendwann zu Ende. Die Mannschaft fährt allerdings erst, das wunderte mich ein bisschen, erst morgen früh nach Hause. Das heißt, der Abend steht noch zur freien Verfügung. Warum? Weil die Mannschaft ist es ja eigentlich gewöhnt, nachts nach Hause zu fahren. Na gut, wenn man hier in so einem schönen Ort ist, dann will man noch ein bisschen was noch sehen. Und bis jetzt haben sie sich ja eigentlich nur um den Sport gekümmert. Und dann sollen sie den Abend auch nochmal so verbringen, dass man sich nochmal ein bisschen hier umgucken kann und ein bisschen was fürs Teambuilding tun. Nächste Woche geht es dann ja rund in der DEL. Wir fiebern alle schon dem Freitag entgegen. Auswärtsspiel in Köln und dann am Sonntag kommt Berlin. Wie ist es bei dir um die Vorfreude bestellt aktuell? Ja, ich freue mich natürlich, dass es endlich wieder richtig losgeht und hoffe, dass uns genauso ein guter Start gelingt wie letztes Jahr, dass wir gleich erfolgreich starten können, von am ersten Wochenende einen guten Level kommen können. Und wie gesagt, dann ist die Vorbereitung vorbei und dann kehrt auch wieder ein bisschen Routine ein. Und die Fahrten sind nicht mehr ganz so lang. Genau. Was macht eigentlich der Kartenvorverkauf für das Spiel gegen Berlin? Hast du da aktuelle Zahlen? Ist das Ding schon ausverkauft? Nee, das ist noch nicht ausverkauft. Da sind noch gute 100 Karten im Moment frei verfügbar. Und bis Mittwochabend sind ja noch die Giro-Extra-Karten reserviert. Und am Montag erwarten wir auch endgültig eine Meldung aus Berlin, wie viele Tickets sie zurückgeben. Also da werden auch noch einige Rückläufer zu erwarten sein. Köln und Berlin zum Saisonauftakt. Ganz ehrlich, schlimmer oder schwieriger hätte es gar nicht kommen können für euch. Seht ihr das jetzt als Herausforderung oder sagt ihr, wir können es ja eh nicht ändern, wir nehmen es, wie es kommt? Wir nehmen es, wie es kommt. Weil wir müssen eh gegen jeden spielen, dann spielt es ja keine große Rolle, wann und wer dran ist. Also von daher ist das jetzt nicht besonders schlimm oder besonders gut, sondern eben halt ganz normal. Kurzer Blick noch auf das Spiel heute, 16.30 Uhr, das Spiel gegen Ritten. Wir hatten gestern Abend einige Ausfälle, ich glaube, die kriege ich gar nicht im Kopf mehr alle zusammen. Kommt da jemand von den Spielern zurück in den Kader heute? Nein, es kommt keiner zurück. Es fällt Jason Bass noch zusätzlich aus, sodass wir heute mal gerade noch 3 Sturmreihen aufbieten können. Und in der Verteidigung sind wir genauso aufgestellt wie gestern. Also Jensen spielt nicht, Ober spielt nicht, Jordan George spielt nicht und der Jason Bass ist auch noch zusätzlich ausgefallen. Aber je kleiner ein Kader, desto enger rutscht so ein Team ja auch zusammen. Und ich glaube, da kann man auch viel experimentieren und da kann der Trainer ja vielleicht auch das eine oder andere noch sehen, Hauke. Ja, mit Sicherheit. Aber wie gesagt, das ist auch von uns nicht zu ändern. Ist jetzt ein bisschen unglücklich, dass in der Vorbereitung gleich schon wieder so viele Ausfälle waren. Aber bis auf den Tobi Kircher ist ja keiner schwerer verletzt. Nächste Woche zum Saisonstart werden alle außer Tobi sicherlich wieder spielen können.
Danke dir für diese Information und auch viel Spaß auf dem Rittner Hochplateau. Vielleicht gibt es ja dann auch noch ein bisschen Sonnenschein, aber egal, das Essen schmeckt und der Wein schmeckt auch. Bier trinkt man auch in Ritten. Gibt es irgendwo noch eine Kulinarität oder irgendwas Kulinarisches, was man unbedingt gegessen oder getrunken haben muss in Ritten? Du bist ja schon ein paar Mal da gewesen. Also hier kann man alles genießen, wirklich. Wir haben eine super, super Küche mit wirklich Sachen, die es bei uns nicht so gibt. Und ich habe hier noch nie was Schlechtes gegessen oder getrunken. Also der Wein ist gut. Das Essen ist sehr gut. Wenn ich noch eine Woche hier bleibe, dann platze ich. Das wollen wir nicht. Also kommt gesund und heil wieder. Gruß an die Mannschaft. Danke dir, Hauke. Alles klar. Bis nächste Woche, Matthias. Ciao.